Wie junge Leute leichter den Weg zur CDU finden und sich dort engagieren können, daran arbeitet Diana Kinnert. Sie leitet die Arbeitsgruppe Junge Leute der Parteireformkommission. Politik ist Aufstehen und Anpacken für das große Ganze, sagt Kinnert. Sie ist überzeugt, Politik geht nicht ohne Partei. Wir haben heute darüber gesprochen, was es für Effekte gibt, warum junge Leute sich in Parteien nicht engagieren. Und zwar, weil die Parteistrukturen oftmals nicht auf die Lebenswirklichkeiten der jungen Leute zugeschnitten sind. Das heißt, wir brauchen mehr Mechanismen, die themenbezogene und projektbezogene Mitarbeit möglich machen, die Flexibilität und Mobilität ermöglichen und die auch auf das Zeitalter der Digitalisierung zugeschnitten sind, sodass Leute hierarchiefrei, unproblematisch und direkt mitmachen können. Mit dabei beim Workshop der Arbeitsgruppe war auch Konrad Clemens, Bundesgeschäftsführer der Jungen Union. Er sieht einen Lösungsansatz darin, die Zielgruppen anders anzusprechen. Wir versuchen mit neuen Formaten die Leute direkt abzuholen, also dass man gleich mitdiskutieren kann bei Workshops, bei Diskussionsveranstaltungen und online eben die Leute auch da, die jungen Leute da abzuholen, wo sie sind, im Internet, bei Facebook, bei Twitter. Da Diskussionspotenzial abzuschöpfen und gemeinsam einfach Politik zu machen. Einen interessanten Impuls gab Martin Speer von der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Denken darüber nach, wie man Politik und Gesellschaft generationengerechter machen kann, zum Beispiel über eine Senkung des Wahlalters und unter anderem sowas Kontroverses wie eine Jugendquote, um das Durchschnittsalter in den Parlamenten in diesem Land zu senken. Die Diskussionsbeiträge aus der AG Junge Leute fließen in die Arbeit der Kommission Meine CDU 2017 ein, die noch bis Juli regelmäßig unter der Leitung von Peter Tauber weitertagt.